Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Wahrscheinlich schaut jeder mal auf die Tabelle. Wenn man ganz oben steht, ist es immer am schönsten. Mit so einer Teamleistung, dass wir auch gewinnen, ist natürlich umso schöner. Freut mich für mich, aber auch vor allem für die Mannschaft. Ich glaube, das ist auch was Einzigartiges, was hier entsteht. Wie die Fans mitgehen, wie die uns nach vorne schreien. Ein Derby ist halt mehr als 3 Punkte und deswegen perfekter Tag für mich. Klar, dass die Neuen sagen, sind super aufgenommen worden. Die Alten sagen, toll, dass Neue dabei sind. Alle machen einen guten Eindruck. Entscheidend ist, was in den 6 Wochen jetzt wächst, bis zum Saisonstart. Man kann die Saison einfach von null anfangen und das wollten wir unbedingt. Ich glaube, das 1:1 hat schon viel Energie freigesetzt, weil wir dann als Mannschaft unbedingt diesen Sieg dann haben wollten und auf dieses 2:1 gespielt haben. Und nach dem 2:1, ja, sind wir alle ausgerastet einfach. Letztendlich müssen wir als Mannschaft das Ding nachher am Ende nach Hause fahren und hier als Sieger vom Platz gehen. Aber gut, dass Alvarez Freistöße schießen kann, das wusste ich schon vorher. Also was die Fans hier abreißen, ich glaube, der Sieg war für die Leute auch sehr wichtig, für die Region sehr wichtig. War einfach eine Riesenstimmung auf dem Zaun, wie man sieht, wie die alle mitgehen und wie die alle mitfiebern. Die sind genauso geschwitzt wie wir nach dem Spiel, obwohl die da eigentlich nur stehen, sage ich mal. Die geben wirklich ihr Herzblut und deswegen war es, glaube ich, für alle einfach eine schöne Sache heute. Wir machen eigentlich kein schlechtes Spiel, aber ab dem 16er spielen wir die Chancen nicht mehr klar raus, kommen nicht zu 100%igen Torchancen und dann ist das manchmal so, gerade die dritte Liga, dann gehen sie auf den Standard und dann ist das eine Variante, die haben wir nicht auf dem Schirm und dann ist der Ball drin. Wir fangen gut an, wir fangen schlecht an, kriegen dann ein sehr unglückliches Eigentor, wo wir hinterlegen, aber wir antworten sofort, spielen, glaube ich, beide Tore, die wir jeweils ausgleichen, überragend raus. Auch wenn man weiß, dass man jetzt nochmal ein paar, vielleicht lange 7-8 Minuten überstehen muss, mit den 4 Minuten Nachspielzeit noch dazu, aber ich habe auch eigentlich das Gefühl gehabt, da brennt halt nichts mehr an. Was hängen bleibt, ist natürlich 90 plus war schon immer ein ganz geiler Moment bei uns. Wir haben immer sehr viel investiert, gerade nach Rückständen und haben dann Spiele uns zurückgeholt, haben Spiele gedreht. Also das war elementar in dieser Hinrunde zu erkennen. Wir haben uns ganz anders dargestellt. Wir haben eine Mannschaft auf den Platz gebracht, die immer geliefert hat. Es gab nicht ein Spiel, wo ich unzufrieden war, wo der Zuschauer das Gefühl hatte, die Mannschaft will nicht oder kann nicht. Und das ist hängen geblieben.